Alter, was ist er denn? Junge! Was ist denn mit ihm? Ah, das ist mein erster Spawn hier. Oh. Alter. Geht ja schon gut los. Bei Asker musste ich zunächst wieder an Valheim denken. Wikinger-Setting mit Fantasy-Anteilen, eine Open World, Survival-Crafting. Allerdings stellt man nach wenigen Minuten fest, dass das Spiel mit Valheim wenig am Hut hat. Grund genug, sich das Game mal in der Demo-Version anzuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Checkup zu Asker. So, Asker, da sind wir drin. Gucken wir uns das Spielchen mal an. Wir sammeln erstmal alles ein. Survival Crafting, wie schon erwähnt, erinnert so ein bisschen an Valheim, aber eigentlich auch nicht. Man hat hier komplett andere Mechaniken etc. mit NPCs, die einem helfen. Und einfach mal ein bisschen abgecheckt dieses Game und mal gucken, wie es so ist. So, ich würde sagen, zu einem klassischen Survival-Game gehört immer einsammeln, was geht. Hier haben wir Muscheln. Und ich würde sagen, als allererstes mal ein kleines bisschen die Gegend erkunden, die wichtigsten Sachen herstellen und dann mal schauen, was hier alles so geht. Was haben wir hier? Schilf, Quelle für Red. Hier, guck mal, da kommt gleich der Erste und will was. Wer bist du denn? Direkt zerkloppt. Was war denn das für ein Vieh? Tagebucheinträge gucken wir uns natürlich auch an. So, hier gab es Fasern. Sehr schön. Nehmen wir noch ein bisschen Red mit. Denn ich meine, aus dem Red kann man Fasern machen, die man auf jeden Fall zu Beginn braucht. Ich habe schon einmal reingeschaut kurz ins Game, um mich mit den Grundmechaniken vertraut zu machen. Und habe dann auch ehrlich gesagt ein bisschen länger gebraucht. Weil manche Sachen haben sich mir nicht so erschlossen. Aber mal gucken, wie es jetzt beim zweiten läuft. Beziehungsweise es ist ja eigentlich ist es mein erster richtiger Spawn. Okay, dann lass mal gucken. Wir haben hier ein Tagebuch. Hier findet man eigentlich alle wichtigen Sachen, die man so braucht. Terraforming geht auch in Ordnung. Kleine Licht- und Wärmequelle, ein einfaches Feuer. Kreaturen, Monster. Wisp. Bösartiger Geist. Man sagt, sie seien die verfluchten Geister derjenigen, die an Land gespült wurden. Aufgrund ihres Unglaubens wurde ihnen der Zugang der Halle der Götter verwehrt. Ihre Gebrechlichkeit offenbart die Schwäche ihres Geistes und ihre aus Treibholz gefertigten Körper zeigen den Verfall ihrer Willenskraft. Okay, es gibt anscheinend Monster und dann kann man sich hier im Tagebuch eben noch so ein bisschen vertraut machen mit den einzelnen Bausachen. Hier Muscheln, Rohkost. Kann das ganze Jahr über gefunden werden. Was ist das denn? Jotunblut. Magische Ressource. Wird hauptsächlich zur Beschwörung von Dorfbewohnern im Auge Odins verwendet. Ah, hier haben wir unsere Bauleiste. Hier können wir Seil, Steinklingen, Seil, okay. Einfaches Feuer. Ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit den Sachen, die man so braucht. Steinaxt. Steinklinge, Stock, Seil. Seile können wir hier machen. So, Steinklinge können wir noch keine machen, weil wir noch keine Steine gefunden haben. Da ist noch so ein Geist. So, was ich schon rausgefunden habe, ist, hier ist ein Stein. Wenn man ins Inventar geht und man kann aus diesem Red hier, Shift, linke Maustaste, kann man Fasern herstellen. Und das ist eigentlich recht sinnig, denn wir brauchen ja die Seile. So, Steinklinge, das wäre das als nächstes. Hier jetzt noch Muscheln, die nehme ich auch noch mit. So, ihr seht, man steigt hier auch in den Leveln auf. Ob man da jetzt hier irgendwo Skillpunkte verteilen kann, habe ich noch nicht rausgefunden. Aber das hier scheint mir irgendwie, was ist denn das? Weisheitwisp, eine hilfreiche Erscheinung. Ressourcenfinder. Drücke Z, um Ressourcen in der Nähe zu finden. Die Götter haben euch in der Fähigkeiten gesegnet, wichtige Ressourcen in eurer Nähe zu finden. Nutzt diese Fähigkeiten ausgiebig. Sie offenbart außerdem freundliche und feindliche Kreaturen in der Nähe und kann dabei helfen, euch in der Dunkelheit zurechtzufinden. Probieren wir. Oh, cool. Oh, da kriegt man alles angezeigt. Das ist richtig sinnig. Sehr schön. Okay, passt auf. Lasst uns jetzt mal gucken. Ich denke, eine Steinaxt ist ganz recht wichtig.
Dann wäre eine Steinspitzhacke noch. Holzhacke. Wird zum Räumen und Einebnen von Gelände verwendet, okay. Holzhammer, einfaches Bauwerkzeug, Steinmesser, was haben wir hier noch? Einfache Fackel. Brauchen wir Harz. Hier kann man ein einfaches Feuer machen. Ich glaube, um das Feuer rum kann man dann später ein Dorf errichten und sowas. Deswegen würde ich mir jetzt erstmal gerne das Gelände so ein kleines bisschen anschauen. Was ist denn das da vorne? Ah, das scheint dieses Jotun-Blutsplitter. Enthält Jotun-Blut. Okay, brauchen wir jetzt noch nicht. Wir haben auch noch keine Spitzhacke. Beeren, Nahrungsquelle. Das ist doch ganz, das sieht ganz wichtig aus. Lasst uns mal weitergehen. Vielleicht einen geeigneten Spot zu finden. Guck mal, da rennt ein Hirsch oder sowas. Da steht ein Hirsch. Den kriege ich aber mit meinen Waffen höchstwahrscheinlich nicht. Apropos Waffen, vielleicht sollten wir uns meinen bauen. Hier, herstellen, schwacher Knüppel. Ey, wie sieht's denn mit dem Spot hier aus? Der sieht doch ganz nice aus. Wir hätten hier außenrum Wald. Ist da vorne eine Lichtung oder sowas? Dann wären wir auf der einen Seite schon geschützt. Sind das Lebewesen da oder was ist das? Boah, guck mal, die sehen aus. Alter, was geht denn hier ab? So, was möchtest du? Du möchtest immer noch, dass wir ein Feuer bauen. Guck mal, das wäre doch eigentlich ein geiler Spot hier. Hier ist Wald in der Nähe. Das Einzige, was uns fehlt, ist Wasser, aber da gibt es bestimmt eine Möglichkeit, was aufzubauen. Komm, lasst hier mal ein Feuerchen hinstellen. Ich würde sagen. So. Okay, hier kriegt man die Kuh. Ah, mit Kuh kann man hier sich das Rezept anpinnen. Richtig gut. Wir brauchen noch ein paar Äste. Es wird auch dunkel. Oben rechts im Übrigen die Jahreszeit, Uhrzeit, Temperatur abzulesen. Ja, aber hier ist doch cool. Cooler Spot. Alles klar, so wie das aussieht, können wir... Oh, was ist hier? Natürliche Wasserquelle. Wir müssen gerade was trinken. Oh, richtig gut. So, wenn wir hier jetzt mit T draufdrücken, können wir hier unsere Sachen aufwerten. Das heißt, wir können eine Feuerstelle, eine große Licht- und Wärmequelle. Verbesserte Feuerstelle. Verschwindet nicht, wenn der gesamte Brennstoff verbraucht wurde. Kann durch Regen ausgelöscht werden. Okay, also dann sollen wir hier mal upgraden. Das werden wir auch tun. Und brauchen jetzt hier aber wieder Materialien. Und dann werden wir die mal besorgen gehen. Hier ist auch eine natürliche Wasserquelle. Können wir hier auch füllen? Und wir haben da unten jetzt... Ja, richtig gut. Materialien haben wir, dann können wir die da reinballern. Ah, sehr schön. Und jetzt können wir Feuerschutz, eine Abdeckung, die euer Feuer vor den Elementen schützt. Und einen Grill. Naja, ob wir jetzt einen Grill brauchen, wir haben sehr, sehr viele Sachen, die wir Rohkost essen können. Wir brauchen Rinde, Stöcke und Seile. Ja, alles klar, dann heißt es jetzt erstmal wieder sammeln am Anfang. Aber wir können ja die Nacht nutzen. Haben wir ja nichts Besseres zu tun. So, jetzt fehlt uns noch ein Hammer zum Bauen. Okay, dann dieser Holzhammer wird gebraucht zum Bauen. Können wir aber bauen. Sehr schön. Und dann
Erweiterung für unser Feuer. Richtig gut, gut. Hätte ich mir jetzt ein bisschen anders gewünscht, hätte ich mir vielleicht so hingewünscht, dass das hier in die Richtung, weil von da ist es ja schon geschützt, aber macht ja nichts. So, dann machen wir das mal an. Dann kann es jetzt auch nicht mehr ausgehen. Unterkunft. Okay, er möchte, dass wir eine Unterkunft bauen. Na, dann haben wir hier einen Unterschlupf. Eine äußerst einfache Behausung, die Platz für einen Dorfbewohner bietet, ermöglicht es Charakteren zu schlafen und verlorene Gesundheit extrem langsam wiederherzustellen. Extrem anfällig für Wetterschäden sollte nur eine vorübergehende Lösung sein, bis angemessener Wohnraum, Häuschen, Langhaus gesichert ist. Geil, okay. Dann haben wir hier noch Regenspeicher, eine einfache hölzerne Vorrichtung, die Regenwasser auffängt, entscheidend für das Überleben. Hier haben wir einen Brunnen. Muss auf einen natürlichen Wasserspeicher platziert werden, bietet große Mengen an Wasser. Ja, geil. Heißt das dann, wir können das auf diese Teile setzen? Guck mal, das ist nämlich schon wieder voll. Kann man dann da später einen Brunnen hinsetzen? Das wäre ja mega. So, einen Tag haben wir überlebt. Sehr schön. Ach, und jetzt muss man das hier erst terraformen, oder was? Das ist ja geil. Bedeutet, wir müssen noch ein bisschen Holz holen. Die Dinger kann ich nicht abbauen hier, oder? Ne. Ebenfalls mit E. Ah, das ist ja geil. Oh, das ist ja cool. So, was brauchen wir hier? Da brauchen wir langer Stock. Das kriegen wir, glaube ich, raus, wenn wir diese kleinen Tannen hier killen. Das heißt killen, sondern fällen halt, ne? Steht sie, unsere Behausung. Sehr schön, dann lass mal gucken, was man hier alles machen kann. Ins Bett gehen, Haus verwalten. Arbeiter zuweisen. Ah ja, verstehe. Da kann man dann später wahrscheinlich auch die Leute, die kommen, hier zuweisen. So, dann haben wir hier einen Unterschlupf, den kann man abreißen, aufwerten. Keine Aufwertung verfügbar. Okay. Alles klar. Jetzt ist die Frage, brauchen wir so einen Wasserspeicher? Weil wir haben ja hier eigentlich von diesen Teilen genug, ne? So wie ich das sehe. Dann spare ich mir den Wasserspeicher erstmal und was ab, bis wir einen Brunnen bauen können, weil ich, so wie ich das verstehe, können wir die Brunnen dann hier drauf bauen. Hier, von den Teilen meine ich, ne? Natürlicher Wasserspeicher, Wasserquelle. Dann brauchen wir das gar nicht. Das ist gut. Der ultimative Treibstoff eines wahren Kriegers ist der beste Weg, um jedes Abenteuer gestärkt zu sein. Kann in Nestern gefunden werden. Benutzen kann man das auch roh essen. Ja, tatsächlich. Okay, dann gibt es hier jedes Mal Buffs halt auch. Gut hydriert, eine Ausdauer holt sich schneller. Was haben wir hier? Wohlgenährt, eure Stärke ist leicht erhöht. Ein wohlwollendes, warmes Leuchten, okay. So, wo ist denn unser Freund? Was können wir denn als nächstes bauen? Oh, Odins Auge. Das Auge Odins lockt Dorfbewohner an. Ich glaube, das macht Sinn, oder? Aber er kam eben gerade hier. Ja, wir sollen auch Odins Auge bauen. Dann tun wir das doch. Das würde eigentlich besten hierhin passen, oder? Dazwischen rein? Das finde ich ganz geil. Nicht genug Brennstoff. Na, dann öffnen wir das doch mal. Erweitern können wir es noch nicht. Okay. Und dann können wir hier aber ein Lager öffnen. Das Auge Odins. Ich gehe mal davon aus, da kommt dieses Jotunblut rein, oder?
Muss ich das hier rüberziehen oder geht das auch mit Shift? Ne, geht nicht. Activate. Ah ja, alles klar. Hier können wir dann unsere Dorfbewohner ranholen. Liv und Signe. Und das sind wahrscheinlich die Skills, die sie haben. Hungriger Holzfäller. Ich bin geübt im Holzfällen, aber ich esse mehr als der durchschnittliche Dorfbewohner. Unermüdliche Vitalität. Ich verfüge eine unermüdliche Vitalität, die mir ermöglicht, mich schneller und Müdigkeit ab. Okay. Winterjäger und Frühlingsvitalität. Ich würde sagen, Holz ist so eine Sache, die wir ziemlich früh brauchen. Deswegen würde ich einfach mal Liv hier ranholen. 10 Minuten dauert's. Sehen wir rechts. Ah ja, okay, verstehe. So, es wird auch gerade wieder dunkel. Und wir können neue Sachen bauen. Holzfällergrube, Steinbruch, Sammlergrube. Was haben wir hier noch? Schwache Fackel. Bietet Licht und hält Wildtiere fern. Gebäude-Ressourcenmarker. Weist den Bereich zu, in dem Bauarbeiter Ressourcen finden können. Ach, sehr geil. Ich würde sagen, so eine Holzfällergrube macht vielleicht ziemlich Sinn am Anfang, ne? Dann haben wir hier nämlich außenrum überall Gebiete, wo abgebaut werden kann. Dann nutze ich mal die Nacht und baue mal diese Holzfällergrube. Und wahrscheinlich werden wir ja dann auch noch einen Unterschlupf brauchen. Für Liv. Sie kann vorübergehend meine haben. Und dann probieren wir das mal aus. Das mit dem Terraform gefällt mir richtig gut. So, Holzfällerlager ist fertig. Da vorne habe ich auch gleich eine Markierung hingesetzt. Ihr seht es da hinten, wo die dann arbeiten soll. Und ich würde sagen, es ist 1.30 Uhr, noch 4 Minuten, bis Liz da ist. In der Zeit könnten wir ja mal gucken, was das bringt, wenn wir uns hier ins Bett legen. Also es gibt auch hier neue Buffs. Ihr ruht euch aus. Dann haben wir hier Energieschub. Eure Ausdauer holt sich schneller. Gut hydriert, wohl genährt, heilt. Eure Gesundheit wird wiederhergestellt, geschützt. Ihr seid vor Elementen geschützt und Feuer. Okay, also kriegen wir da auch Buffs. Dann würde ich sagen, bleiben wir hier einfach noch ein bisschen liegen. Wir haben noch 4 Minuten Zeit, bis Liz da ist und regenerieren mal unsere Gesundheit ein bisschen. Dann bin ich sehr gespannt, was passiert, wenn Liz da ist. Dann kann die uns ja Holz organisieren, das ist ja richtig gut. Er hat sich wahrscheinlich nie ausgeruhter gefühlt. Sehr geil. Und unsere Energie ist auch wieder oben. Und es ist einigermaßen hell. Dann lasst uns doch mal zu den Bauvorhaben schreiten. Einen Regenspeicher sollen wir bauen. Den könnten wir ja quasi hier hinstellen. So, wir brauchen noch einen langen Stock, aber ich würde jetzt die 40 Sekunden noch abwarten, um mir das mal anzugucken, wie das dann funktioniert hier mit dem Holzfällen. Ob die dann gleich loslegt oder ob man dann noch was machen muss. Da ist Liv. Also ich denke, das ist ein V, das wird Liv heißen, ne? So, wenn wir mit ihr sprechen, ich habe keinen langen Stock gefunden, ich bin obdachlos. Ah ja, okay, müssen wir tatsächlich zuweisen. Hier sehen wir ihre Statistiken, beziehungsweise auch ihre Skills. Obdachlos, Bauarbeiter, durstige Reisende, okay, leicht steigend. Dann können wir hier, da können wir hier wahrscheinlich Essen geben oder sowas, ne? Ja, das ist gut. Nimm mal das, dass du was zu essen hast, was zu trinken hast du selber. Was haben wir hier noch? Zeitplan des Dorfbewohners. Hier schläft sie, hier hat sie Freizeit, das ist Arbeit. Ja, Moment, das machen wir anders. Ich würde sagen, du arbeitest so bis 18 Uhr. Dafür wird aber morgens um 6 schon angefangen. So, dann kann ich die doch garantiert hier irgendwie zuweisen. So. Das heißt, sie kriegt jetzt erstmal vorübergehend diesen Unterschlupf, bis wir für dich einen neuen gebaut haben. Und dann hätte ich gern, dass du hier arbeitest. Das wird vermutlich genauso gehen, ja. Zuweisen. Ah ja, und dann kann man hier neu bauen. Holzfällerhütte, Holzfällerhaus. Ihr müsst bauen, Werkgrube. Ach, wie geil, da kann man sogar sagen, was er am meisten holen soll. Dann würde ich mal sagen, Red 0. Stöcke, lange Stöcke und Rinde. Ja,
Ja, sehr cool. So, wo ist sie denn jetzt? Ach, sie ist schon los. Guck mal, sie geht schon. Und sammelt hier fleißig. Guck mal da hinten. Aber ich habe eigentlich da vorne den Marker gesetzt, ne? Ja, jetzt sammelt sie ja erstmal schön Stücke. Was ist denn das hier? So, aber was wir brauchen, ist noch ein bisschen Holz. Dann helfe ich ihr mal fix dazu, dass wir den Wasserspeicher noch weil ich gehe mal davon aus, die werden sich da vielleicht dann auch ihr Wasser rausziehen aus Brunnen und Wasserspeicher. Können wir noch nicht aufwerten. Sehr schön. Ist halt auch noch leer. Aber jetzt können wir doch den Brunnen bauen. So, und jetzt möchte ich mal wissen, ob ich den Brunnen auf diese Steine hier bauen kann. Ja, tatsächlich. Oh, richtig gut, dann bauen wir den doch da gleich hin. Ja, dann könnte man das ja dann sogar fast wieder abreißen, ne? Da müssen wir mal schauen. Gut, vielleicht ein schwacher Kurzbogen. Das wäre ganz sinnvoll. Brauchen wir Seil und Stöcke. Hat sie jetzt schon was ran? Ach, guck mal. Stocklager. Lange Stöcke. Was kommt hier rein? Redlager und hier haben wir Rindenlager. Ach Gott, na gut. Da kann ich mir jetzt gerade rausnehmen, ne? Gut, dann würde ich sagen, als nächstes muss gebaut werden einmal dieses Steinmetzlager und einmal dieses Sammlerlager. Das heißt, wir können da mindestens noch zwei Dorfbewohner ranholen, die sich dann um die Sachen kümmern. Und dann brauchen wir insgesamt drei Unterschlüpfe, die wir bauen müssen. Dann gehen wir das mal am besten gleich an. So, unser Brunnen steht. Trinken und sammeln. Ja gut, dann lass doch den Regen. Das Ding, dann können wir das doch hier abreißen wieder, oder? Dann brauchen wir das doch nicht mehr. Mal gucken, da kommen die Materialien auch wieder raus. Die kann sie einsammeln. Das macht sie auch gleich. Guck mal, das ist richtig gut gemacht. Geil. Super, dann sollte jetzt eigentlich auch ein Unterschlupf bauen ganz zügig gehen, ne? Da würde ich fast hier so einen Kreis machen. So, das geht jetzt natürlich ultra zügig mit diesem Holz, was wir hier geliefert kriegen. Das ist halt richtig nice. So, aber ich würde gern mal noch, dass das nicht in Vergessenheit gerät, ich würde mir gern mal noch gleich ein paar Waffen herstellen, weil ich sonst ehrlich gesagt ein bisschen Schiss habe, dass wenn hier irgendwas kommt, weil ich weiß nicht, was kommt, damit wir hier aber auch vorbereitet sind. Ich mache mal ein paar Holzpfeile, dann bauen wir hier noch die Sachen fertig. Und hier können wir auch auffüllen noch. Zack, dann haben wir das schon mal voll. Dann werden hier mal noch ein paar Beeren gegessen. Was haben wir denn hier? Eine Zwiebel. Oh, hauen wir uns auch mal rein. Und dann glaube ich, müssen wir auch ein kleines bisschen auf Nahrungssuche gehen. Okay, also jetzt haben wir wenigstens mal einen Bogen. Das heißt, wir können dann auch mal jagen gehen. Und dann baue ich jetzt mal noch fix die Unterkünfte fertig. Beziehungsweise werde vorher mal gucken, dass wir da oben dieses Ding noch abbauen. Das hier. Weil wir brauchen ja das Blut, um neue Dorfbewohner ranzuholen. So, dann lasst uns mal unseren nächsten Dorfbewohner noch ranholen. Ich würde sagen, der sorgt erstmal für Essen. Dann haben wir Astrid und Gorm. Was kann denn Gorm? Handwerker. Ich bin hervorragend darin, Werkzeuge, Waffen und andere Gegenstände herzustellen. Das werden wir wahrscheinlich als nächstes brauchen. Belastbarkeitsschub. Was ist sie? Unermüdliche Vitalität und nächtliche Widerstandsfähigkeit. Ich nehme Gorm. Steinbruch oder Sammlergrube. Jetzt ist halt die Frage, was wäre als wichtiger? Ich würde sagen, wir machen den Steinbruch. Dann soll er mal gucken, dass er Materialien ranholt. Den stellen wir jetzt direkt hier hin. Und dann kann ich in der Zeit ein kleines bisschen Nahrung sammeln gehen. Und dann den dritten, ne, Sammlergrube. Klarer Fall.
In Ordnung. 4 Minuten dauert's noch. Madame schläft auch noch. Dann würde ich sagen, wir legen uns auch mal noch eine Runde. Regenerieren unsere Gesundheit und warten, bis hier unser nächster Mitbewohner kommt. Willkommen an Tag 3. Wir müssen erstmal was trinken, weil sonst überlegen wir nicht allzu lange. So. Dauert noch 2 Minuten, bis unser neuer Mitbewohner eintrifft. Das heißt, wir gehen uns erstmal was zu essen sammeln. Ah, da machen wir einfach nicht so viel Schaden. Nicht genug Schaden. Unser neuer Mitarbeiter ist im Übrigen da. Habe ich mich hier ein bisschen verdrielt. Hier ist so ein Vieh. Ach. Triffst du nicht, ne? Oh, ich kann aber meine Pfeile wieder aufsammeln. Das ist gut. Was ist das jetzt? Eine Horde hungriger Smolker ernährt sich. Was sind denn Smolker? Ups, jetzt aber fix zurück hier. Nein, der baut. Guckt euch das an. Wenn wir dem nichts zu tun geben, dann bauen die. Junge, ich hab hier, guck mal. Ja, Bauarbeiter. Wie gut ist das denn? Das könnten aber die Viecher sein. Guck mal, die rennen hier rum. Aber ich krieg die nicht, ne? Die sind viel zu schnell. Die klauen einem bestimmt was, wenn man ein Lager hat oder so. So, pass auf, mein Freund. Du baust jetzt hier nicht weiter, sondern du kümmerst dich hier mal um den Steinbruch. Warte mal, ich konnte doch hier irgendwo auch sagen, was du abbauen sollst. Ah, nee, der kann die Dinger gar nicht holen. Also da drüben, was da drüben so abgeht, das weiß ich auch noch nicht, ne? Ja, guck mal, da rennen irgendwelche Typen rum, ey. Ja, schade. Ich glaube, mit Fleisch werden wir noch ein bisschen warten müssen. Das sind 100% die Viecher, jetzt rennen sie weg. Okay. Oh, klingt aber düsterer, wie es ist, ne? So, dann Sammlerhütte würde als nächstes anstehen. Oh, wir können jetzt auch eine Werkgrube bauen. Okay, so nach und nach schalten wir hier alles frei. Okay, aber vorher bauen wir jetzt noch unsere Sammlergrube. Die bauen wir hier nebendran. So, was willst du von mir? Das Lager ist voll. Ja, wenn das Lager voll ist, meine Liebe, dann kannst du hier vielleicht direkt sammeln gehen. Sobald ich das hier fertig gebaut habe. Guck dir das an, wie das mit dem Terraform so geil funktioniert hier. Das ist richtig nice. So, guck, ich räume jetzt dein Lager leer. Dann kannst du gleich wieder ranholen. So. Pass mal auf, meine Hübsche, dann kannst du jetzt nämlich hier sammeln gehen. Gemüsekorb, Obstkorb, Materiallager. Ja, sehr cool. Pass auf, dann kriegst du aber auch Beeren, Ei. Was man hier alles finden kann, guck mal. Na, Federn machst du auch mal. Gut, dann bleibt nur noch hier vorne fertig bauen und dieses Jotunblut noch besorgen. Oh, diesen Marker muss ich auch wegmachen, da. Das mache ich dann gleich. Aber ich gehe jetzt erstmal noch Jotunblut besorgen, damit wir hier noch einen dritten ranholen können. Und dann haben wir erstmal alles eigentlich soweit versorgt. A few hours later. Oh, was geht denn jetzt ab? Der Blutmond geht auf. Alter, was ist denn da los? Mit euch? Ach, die haben gerade Freizeit. Die sitzen hier rum. Warte mal, mach mal einer hier Feuer an. Oh, was kommt denn da? Leute, was geht denn ab? Na, was sind das für Viecher hier? Waren die da von drüben, oder? Eine Höhle mit Traugers.
Moment, ich muss erstmal hier gucken, sehe ich hier irgendwo diese, was das jetzt bedeutet? Wiedergänger, Ernten erforderlich, Messer. Kann ich mir ein Messer bauen? Ich will die ernten. Ja, kann ich. Aber nicht, dass da noch mehr kommen jetzt. Ah, die gehen jetzt ganz gechillt ins Bett. So, und was krieg ich da raus? Knochenfragmente, verstehe, okay. Okay, mehr scheinen aber hier tatsächlich nicht zu kommen. Ja, dann lass mal hier. Kriege ich meine Hütte noch fertig gebaut? Das wäre ganz geil. Hervorragend. Legen wir uns jetzt erstmal und regenerieren ein kleines bisschen. So, die Nacht haben wir auch überlebt. Es ist 5.09 Uhr. Dann würde ich sagen, wir bauen mal gleich direkt das nächste, weil wir können jetzt diese Werkgrube bauen und die braucht. Ist die riesig. Das wäre ganz nice. Das würde ich ein bisschen feiern. Zack, geht. Das mit dem Terraforming ist mega gut. Guck mal. Wie man hier so richtige Absätze dann reinbauen kann, das ist ja richtig nice. So, da haben wir sie. Können wir hier herstellen, okay. Ah ja, große Axt, Holzfällerwerkzeug. Dieser Gegenstand kann nicht hergestellt werden, fehlende Komponenten. Große Steinspitzhacke und eine Straßenbauer. So, passt auf, dann machen wir das jetzt hier anders. Dann werden wir jetzt einstellen. Hier. Und zwar er. Er wird jetzt hier arbeiten, lässt den Stein mal sein. Okay, Aufgabe hinzufügen. Mach mal die Dinger und machst du mal 4 Stück bitte. Erstellen. Ach, das ist ja mega gut, was ich ihm... Dann machst du mal bitte so eins. Holzrechen hätte ich auch gerne ein. Ach, in dieser Spielversion nicht verfügbar. Alles klar, okay. Ich spiele ja hier nochmal der Hinweis, immer noch die Demo. Zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video erscheint oder vielleicht auch 2 Videos erscheinen, ist das Spiel natürlich schon in der Early Access auf Steam verfügbar. Das so als Hinweis. So, okay, dann soll er mal die Sachen hier... Ah, ne, eins habe ich vergessen. Das brauchen wir nicht mehr erneut anzeigen. Und zwar hätte ich gerne, dass du auch hier eine schwere... Machst du auch mal 3, bitte. Hallo, was willst du denn? Ich brauche Fasern für die Herstellung. Bringe ich dir... Ah, warte mal, ne, habe ich doch. Ich hab doch Fasern. Hier, guck mal. Ich hab ganz viele Fasern. Eine Steinklinge kriegst du hierzu auch noch. Die Knochenfragmente lege ich dir mal hier rein. So, jetzt kannst du. Nimmst du raus, was du brauchst? Gibst Gas. Gut. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Jodin-Dinger bekommen, dass wir unseren dritten anholen können. Unseren dritten Mitarbeiter. Muss der hier leider aufhören. So, 5 Jotunblut haben wir wieder. Das heißt, wir können uns noch einen Mitarbeiter ranholen, sofern das in der Demo funktioniert. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber wir können es ja mal versuchen. Andi, Nachtschatten, Belastbarkeitsschub, Bärenkraft. Ich könnte viel essen, ebenso viel. Ich bin stärker als die meisten, esse aber auch mehr. Unbehagen des Sturmreiters. Ich bin sensibel, was das Wetter angeht. Ja, ich glaube, dann holen wir sie ran. Gut, dann warten wir mal noch, bis der neue kommt. Und dann schauen wir mal, was könnten wir denn jetzt noch so bauen? Ein Holzaltar könnten wir bauen. Dorfbewohner versammeln sich hier, um Geschichten zu erzählen. Okay, das wird wahrscheinlich was für die Moral sein.
Dann könnten wir hier einen Schlitten zum Transport von Ressourcen verwenden. Das ist gut. Eine Lagerhalle können wir bauen. Okos-Silo. Ah, das wird dann wahrscheinlich alles hier in diese Lagerhalle reingebaut. Und wir können jetzt hier Holzfällerhütte bauen. Ermöglicht es Dorfbewohnern, Holz zu fällen, erhöhte Gebäuderesistenz und Lagerkapazität, hat Platz für 2 Arbeiter. So, etwas regeneriert. Aber ich denke, was natürlich noch Sinn macht, ist, wenn wir, das möchte ich gerne noch ausprobieren, weil ich nicht weiß, wann der nächste Angriff kommt, wenn wir natürlich unseren Dorfbewohnern hier vielleicht auch mal Knüppel oder sowas geben würden, dann wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt. Ein kleiner Knüppel mal, dass wir die verteilen können. Ich kann ja hier auch herstellen, oder? Wenn die Materialien da sind. Schwerer Knüppel. Machen wir mal noch einen. Und dann kriegen den die Dorfbewohner. Dann würde mich nämlich auch mal interessieren, ob die dann auch kämpfen. Ah, sie hat sich schon so eine große Steinaxt geholt. Sehr geil. Aber da drin werden wir wahrscheinlich am besten wahrscheinlich auch andere Materialien rauskriegen, ne? Aus den großen Bäumen. Und die werden wir gar nicht lagern können. So, unser neuer Mann ist da. Da kommt er. Nee, nicht Mann. Randy ist doch eine Frau, oder? Naja, auf jeden Fall kommt Randy jetzt hier erstmal. Zack. Ein Unterschlupf. Hallo, Randy. So, Bauernhof. Das sind halt alles Sachen, die sind nicht verfügbar in der Demo. Das ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, die Early Access kommt ja raus. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich darf mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit bedanken. Das soll es gewesen sein mit meinem kleinen Checkup zu Aska. Ein sehr, sehr schönes Spiel, was ich, wie gesagt, definitiv im Auge behalten werde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst auch gerne einen Kommentar da. Mich würde mal interessieren, wer von euch zockt denn solche Games auch gerne und begleitet solche Games vielleicht auch durch die Early Access. Ich bin ja da ein bisschen anders. Ich warte ja immer gerne, bis die Early Access rum ist und stürze mich dann ins komplette Spiel. Ja, würde mich mal interessieren. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn wir uns zu den nächsten Videos, die folgen, auch sehen würden. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.